Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video an diesem wunderschönen Tage, meine Freunde. Ich habe ja damals hier bei Twitter mit diesem Tweet aufgerufen, quasi mir Fragen zu stellen zum Projekt Belaza und wollte jetzt generell erstmal so ein paar Sachen, die das Thema Minecraft bei mir betreffen, ansprechen. Die wichtigste Frage, die ich ständig bekomme von euch ist: Ey, Remi, musst du überhaupt noch irgendwann mal irgendwie ein Minecraft-Projekt machen? Für die Leute, die jetzt meinem Twitch-Stream schon seit längerer Zeit wieder folgen, kann ich nur eins sagen. Ja, meine Freunde, wir planen wieder ein Minecraft-Projekt umzusetzen. Zeitpunkt bzw. Startzeitpunkt des Ganzen wird wahrscheinlich sein, wenn ich dann im neuen Büro bin, beziehungsweise dann, wenn ich umgezogen bin und wenn dann die anderen Projektteilnehmer Zeit haben, meine Freunde. Wir haben auch schon mal einen Spawn gebaut für das ganze Ding, der sieht nämlich so aus. Und dann wird auf jeden Fall in circa 1, 2, 3, 4 Wochen irgendwann das neue Projekt losgehen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Wer die ganzen Teilnehmer sind, was der Projektinhalt und so weiter und so fort ist, meine Freunde, werde ich jetzt hier nicht beantworten. Das mache ich in einem anderen Video. Heute geht es eigentlich um Belaza. Ich wollte das nur erstmal hier angeschnitten haben. Generell sollten die meisten ja von euch mitbekommen haben, was bei Belaza so abgeht. Und ich habe hier einen riesigen Fragenkatalog, meine Freunde, der auf Twitter beziehungsweise über den Discord gestellt worden ist. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach erstmal an und gehen hin und werden diese ganzen Fragen für euch jetzt erstmal abarbeiten. Für die Leute, die nicht wissen, was Belaza ist quasi ein Projekt, was wir auf der Grundlage von Minecraft begonnen haben, sich aber mittlerweile zu einem komplett eigenständigen Spiel in Minecraft-Look und Spielweise entwickelt hat, meine Freunde. Eigentlich sind wir hingegangen und haben das Spiel quasi für unsere Zwecke so weit umgebaut beziehungsweise komplett neu programmiert, dass wir damit arbeiten können. Und jetzt ist eigentlich die ganz große Frage, wann kommt das Ding eigentlich raus? Die erste Frage kommt von der lieben Sandy. Die fragt nämlich hier auf den Discord, meine Freunde. Wie bist du am Belaza-Projekt beteiligt? Also, was machst du dran? Meine Antwort darauf ist relativ simpel, meine Freunde. Ich kümmere mich quasi um den ganzen Promotionsapparat, habe das Projekt damals vor, glaube ich, 6 Jahren ins Leben gerufen und plane das jetzt auch weiterhin wieder ins Leben zu rufen. Habe mit an den ganzen Leuten gesucht, habe quasi Leute rangescoutet, mache durchgehend Werbung dafür. Weil ich hier nochmal ganz kurz, suchen wir folgende Entwickler in folgenden Bereichen für unser Projekt. Ihr habt gesehen, meine Freunde, wenn ihr irgendwas davon könnt, bitte bewerbt euch unten sofort. Wir brauchen unbedingt noch Mitarbeiter. Bitte kommt ran, bitte, bitte. Dementsprechend bin ich natürlich da auch ein bisschen planungsmäßig mit eingebunden. Ich gebe so, was, wie soll ich das sagen, den Grundanschuss habe ich quasi gegeben und lasse die Leute jetzt einfach erstmal daran arbeiten und habe quasi den großen Prozessbeginn quasi markiert und kümmere mich jetzt um die Promotion und habe finanziell dann natürlich auch einiges eingebracht. Noel Neumann fragt, wirst du auf diesem Server der selbst playen? Ja, natürlich, meine Freunde. Also ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass wir auch Leute haben werden, die auf diesem Projekt exklusiv streamen und spielen dürfen, ja. Und auf jeden Fall werde ich auf diesem Projekt, sobald es dann fertig ist, eine Menge Content für euch, der auf jeden Fall auch noch wieder irgendwo Minecraft-ähnlich ist, beziehungsweise Minecraft-basiert ist, rausbringen. Pixel 2022202 fragt, wann kommt der Server? Bin mega hyped. Wie kommt man auf den Server? Wie viele können auf den Server? Was ist das Konzept des Servers? Wird es irgendwelche Eventsereignisse geben? Also, wir arbeiten auf jeden Fall mit Hochdruck am Projekt. Unser nächstes Ziel ist noch, diesem Jahr eine Alpha zu veröffentlichen. Das Jahr hat jetzt ungefähr noch 2,5 Monate und in diesen 2,5 Monaten wollen wir eine Alpha in den Start bringen. Also, haltet die Füße still, wartet ab, wir arbeiten dran. Wir sind momentan dabei, Belaza über einen eigenen Client, Launcher und über einen komplett eigenen Server zustande zu bringen, weil es halt, wie gesagt, ein eigenständiges Spiel ist, muss das natürlich sein. Das heißt, wir können das nicht über den kompletten Minecraft-Launcher laufen lassen, das geht natürlich nicht. Wie viele Leute auf den Server kommen, das werden wir dann feststellen können, sobald wir unseren ganzen Stresstest gemacht haben. Es kommt natürlich auf verschiedene Faktoren an, zum Beispiel, wie viele Spieler sind gerade an einem Ort, befinden sich alle Spieler in einer Stadt und so weiter und so fort. 10.000 Spieler könnten mit unserem System auf einem Server laufen. Die Frage ist, wie gesagt, was dann die Stresstests letztendlich ergeben. Da kommen wir dann später zu. Events sind auf jeden Fall geplant, meine Freunde, und davon nicht zu wenig. Also Content ist auf jeden Fall schon so viel da, das kann ich euch versprechen. Sihokan fragt, findest du nicht auch, dass Minecraft wieder ein bisschen out ist? Genau deshalb machen wir auch Belaza und nicht Minecraft, meine Freunde. Minecraft und Belaza sind wirklich zwei verschiedene Dinge. Sicherlich ist die eine oder andere Möglichkeit gegeben, dass vielleicht Dinge ähnlich erscheinen wie in Minecraft, aber grundlegend haben wir das quasi so für uns umgebaut und programmiert, wie wir es brauchen. Also es ist eigentlich nicht mehr Minecraft, sondern was komplett Neues. In diesem Sinne, nein, finde ich auch trotzdem nicht. Wir lieben alle Minecraft. Elite Revive fragt, wie wird der Server bzw. das Projekt finanziert, meine Freunde? Klavierdude fragt an der Stelle, wie viel hat die Entwicklung des Clients gekostet, meine Freunde? Da will ich jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Momentan wird das Ganze von der Volix getragen, bzw. von dem Netzwerk, was auch dann meinen Revi-Server momentan betreibt, zu dem ich jetzt gleich auch nochmal kommen werde. Ich habe aber auch selber schon einiges an Geld da reingepumpt, weil ich halt hinter diesem Konzept feststehe und weiß, was die Leute alles können, die daran arbeiten, meine Freunde. Wir haben ein so unglaublich kompetent und super effektiv funktionierendes Team gerade momentan am Start. Das sind alles wirklich Leute, die von dieser ganzen Roleplay-Thematik ebenso begeistert sind wie ich, die genauso viel Bock darauf haben wie ich, meine Freunde. Von daher weiß ich auf jeden Fall, dass das Geld, was ich da investiert habe, richtig gutes Geld gewesen ist, was ich auf jeden Fall irgendwann noch vielleicht wieder zurückbekomme. Und wenn nicht, wäre das auch nicht so schlimm, meine Freunde. Dann haben wir trotzdem damit ein richtig, richtig geiles Projekt auf die Beine gestellt. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass ich das auf jeden Fall irgendwann wieder zurückgehalten werde. Wer wird das Projekt außer dir noch promoten, fragt einer an der Stelle Klavierdude. Wir haben eine Menge interessierte Streamer, auch sehr viele aus meinem sehr guten Freundeskreis und Umkreis, die auf jeden Fall Bock drauf haben und alle mit heißen Fingern darauf warten,
starten, meine Freunde. Und wie gesagt, das Team arbeitet gerade durchgehend daran, dass wir jetzt dieses Jahr noch die Alpha hinbekommen. Ich möchte jetzt noch keine Namen nennen, keine großartigen Versprechungen machen. Seid einfach nur drauf gefasst, meine Freunde. Die ersten Videos, die ihr von Belasa sehen werdet, werden bei ganz, ganz bekannten Gesichtern auftauchen und bei ganz, ganz bekannten Leuten. Und dann könnt ihr irgendwann selber die Welt betreten und komplett da alles abfarmen. Alle Mobs töten, die wir erstellt haben, alle Dungeons. Ja, ihr könnt so viel einfach machen. Wartet einfach ab, seid gespannt. Wie kann es sein, dass bei einem Projekt von 1 Million YouTuber gerade mal 200 Leute auf dem Discord sind? Klavierdude, da muss ich dir vollkommen recht geben. Hier unten, meine Freunde, ist nochmal der Belasa-Discord. Bitte geht ab sofort auf den Belasa-Discord. Wenn ihr Interesse an dem Projekt habt, wenn ihr vielleicht mitarbeiten könnt, wenn ihr einfach nur am neuesten Stand bleiben wollt oder wenn ihr einfach nur ein paar coole Leute zum Quatschen sucht, denn die sind nämlich alle da, geht auf diesen gottverdammten Discord, meldet euch da an, benehmt euch, meine Freunde, und dann könnt ihr auch ein wenig Input zum Projekt liefern. Let's Game David fragt, wie viel von dem, was ihr für den Release an Content haben wollt, ist schon fertig? Kann man so noch gar nicht sagen, meine Freunde, weil wir immer wieder daran hin und her überlegen, was wir jetzt eigentlich zum Release des eigentlichen Projektes bringen wollen, meine Freunde. Das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass wir mit einer komplett gefüllten Alpha an den Start geht oder halt natürlich erstmal mit etwas weniger Content und nach nachpatchen. Das überlassen wir gerade uns selber und vor allen Dingen auch dem Entwickler-Team, wie gesagt, die gerade daran arbeiten, diese ganzen Content-Ideen in Code umzusetzen. Das dauert alles, wie gesagt, noch ein wenig, aber wir schauen einfach mal, mit was wir an den Start gehen. Wir sind auf jeden Fall gerade, glaube ich, bei einem sehr, sehr guten Prozentsatz angelangt, den ich jetzt hier nicht weiter nennen werde. The Christian 2, wird man eigene Nahrung herstellen können? Christian, man wird eigene Nahrung herstellen können. Sowas wie Kochen oder sowas ist auf jeden Fall geplant. Warte da einfach mal ab, mein Freund. Kann man Belasa durchspielen, fragt Salty Aimbotter. Also ich weiß nicht, ob du schon mal ein MMO durchgespielt hast, mein Freund. Ein MMO wird nicht durchgespielt, das wird durchgesuchtet. Und durchsuchten ist auch der falsche Begriff, weil das würde bedeuten, dass man irgendwann zum Ende kommt. Und das ist bei Belasa faktisch unmöglich, weil es so viele Quests und Aufgaben geben wird, dass du eigentlich deinen kompletten Tagesablauf, ähnlich wie in WoW, in diesem Spiel planen kannst. Empfehlen würde ich das an der Stelle nicht, aber es ist auf jeden Fall so geplant. Salty Aimbotter da fragen wir an der Stelle nochmal, wird man Makros und Hotkeys erstellen können? An sich wäre das auf jeden Fall interessant, wenn ihr darauf Bock habt, meine Freunde, können wir gerne eure Ideen da mit einbringen. Schreibt gerne mal Ideen in die Kommentare von Dingen, die ihr haben wollt. Warum nicht? Wird es Belasa Mobile geben? Momentan auf jeden Fall nicht. Wir werden Belasa erstmal als reines PC-Game ausbringen. Vielleicht in x Jahren, keine Ahnung, wie lange das läuft, werden wir auf jeden Fall vielleicht mal mit den Gedanken spielen. Erstmal aber nicht. Erstmal wird das ein reines PC-Game werden. Wie viele Musikstücke habt ihr eigentlich selber für Belasa erstellt? Ganz interessant, meine Freunde. SNGR, also Singer, erstellt momentan eigene, ja, Kompositionen, würde ich fast schon sagen, die ich auf jeden Fall auch gleich mal zeigen kann zum Ende hin. Wie viele wir davon erstellt haben? Bis dato zu wenig. Wir arbeiten daran. Grüße gehen raus an dich, mein Kollege. Mach auf jeden Fall weiter so, denn die Sachen, die du bis jetzt gemacht hast, sind echt Knaller und ich würde mich freuen, davon noch mehr zu hören. Wir haben aber auf jeden Fall als Spiel eigene Musik, was eigentlich schon ganz geil ist. Hier wird gerade gefragt, warum das Projekt Belasa heißt, meine Freunde. Also, es war damals, vor langer, 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 langer Zeit, habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, Mensch, wie schön wäre es doch, einen Roleplay-Minecraft-Server zu haben. Meine damaligen extrem beschissenen Spanischkenntnisse mit einem 3-monatigen Spanischkurs in meiner Abiturzeit haben nicht ausgereicht, um das Wort Beleza vollständig durchzukonjugieren. Also Belasa ist dann einfach eine falsche Konjugation von dem Wort Schönheit im Spanischen. Das nennt man jetzt auch Neologismus und ist was ganz Tolles. Also eigentlich bin ich echt ein Genie, oder? Wie kann man bei euch mitmachen, fragt der liebe Just Exodus aka Horse Flock. Grüße gehen raus an dich, mein Freund. Ganz gute Frage. Wir suchen immer nette Leute, wie gesagt, rein in den Discord, apply.belasa.net. Wir brauchen noch eine Menge Leute, die auf jeden Fall mitarbeiten und auf jeden Fall noch eine Menge Leute in der Community. Kommt auf jeden Fall rein. Icke wird mir freuen. Wird es Dungeons geben, die man mit mehreren Personen raiden kann? Natürlich, lieber TomDom2003. Wir werden ein komplettes Dungeon-System mit Gruppen und verschiedenen Gruppenmissionen planen, beziehungsweise sind so gerade zum Beispiel in der Umsetzung des Ganzen. Es wird auf jeden Fall ziemlich fett werden. Es wird kein Solo-MMO sein, wo man komplett alleine rumläuft, sondern sowas mit über Gildentum oder sowas. Sowas ist auf jeden Fall auch im Hinterkopf zu halten. Kommen noch Videos zu den alten Belasa-Bauwerken. Ich will wissen, was ihr damals alle auf die Beine gestellt habt. Ja, vielleicht. Wenn ihr das sehen wollt, Leute, smash gerne mal Like-Button da oben. Und jetzt kommen wir hier ganz kurz zur letzten Frage. Wird es Kosten geben, um Belasa spielen zu können? Das kann ich an der Stelle noch nicht ganz genau sagen. Wir gucken jetzt erstmal, wie wir genau das Refinanzierungsmodell für das Ganze einbinden werden. Wir haben halt feste Leute, die fest an diesem Projekt mitarbeiten und ich bin diesen Leuten ebenso fest, wie sie an diesem Projekt mitarbeiten, ganz, ganz fest dankbar, dass sie das tun. Ich muss hier einfach nochmal ein riesiges Shoutout an das ganze Team raushauen. Jungs, Mädels, was ihr da auf die Beine stellt, was ich in der letzten Zeit an Entwicklung da gesehen habe. Alter Schwede, ich finde es extrem nice, dass ihr da so engagiert mit dran arbeitet und möchte hier nochmal einen riesigen Motivationsschub an euch raushauen. Ich stehe nach wie vor 100% hinter diesem Projekt und finde es extrem geil, dass ihr das so durchzieht. Und wie gesagt, die Kosten des Ganzen, da reden wir wann anders mal drüber, meine
meine Freunde, denn erstmal müssen wir launchen. Das ist unsere erste Prämisse. So, meine Freunde, was ihr jetzt hier seht, sind quasi die ersten Sachen, Leute, die wir quasi posten können. Hier seht ihr einen Abschnitt der Map schon mal. Ne, es ist die komplette Map, wie ich gerade sehen kann. Und so wird quasi die Map später in-game aussehen. Natürlich wird das Ganze noch ein bisschen farblicher anders dargestellt, dass man hier die Kontraste besser erkennen kann. So wird aber ungefähr die Map gestaltet werden, meine Freunde. Hier sehen wir schon die ersten Items, die quasi die Combat Hotbar darstellen. Beziehungsweise hier sehen wir unten quasi unsere Inventarslots. Dann sehen wir hier verschiedene Anzeigen. Beispielsweise eine transparente und sich auffüllende Lebensanzeige als Kristallkugel, eine Mana-Anzeige und so weiter und so fort. Das kommt auf jeden Fall rein. Dann haben wir hier quasi den ersten Beta-Bild, wo man quasi schon mal sehen kann, Leute, dass das, wie gesagt, ein komplett selber gecodetes Spiel ist. Wie gesagt, die Optik des Ganzen lehnt sich an Minecraft an. Der Rest wird komplett anders sein, Leute. Ich würde sagen, wir spielen mal ganz kurz ein bisschen Mucke, von der ich eben so geredet habe. Ich mache mal ganz kurz den DJ-Move hier, Leute, und wir spielen einfach mal ganz kurz die Nordmann-Mucke ab. So schön zu wissen, dass das Ding einfach komplett selbst erstellt ist. Wir können ja mal ganz kurz die Mucke der Hauptstadt anmachen. Die gefällt mir persönlich bis dato am besten. Und die Samurai-Musik tatsächlich. Sehr, sehr friedlich. Einfach nur wunderschön, meine Freunde. Ihr seht auf jeden Fall schon, wo das musikalisch hingeht. So wird es auch optisch irgendwo hingehen. Wir befinden uns in diesem mittelalterlichen Flair. Und ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich fett werden. Dann haben wir hier quasi einmal einen kleinen Inventarslot, den ich euch zeigen kann. Mehr dazu möchte ich jetzt gar nicht erklären. Ich möchte einfach nur mal zeigen, dass da auf jeden Fall was passiert. Hier haben wir die ersten Prototypzeichnungen für Charaktere, meine Freunde. Beziehungsweise für die ersten Klassen, meine Freunde. Das hier wird eine Zwergenklasse sein. Und das ist einfach nur eine Konzeptzeichnung. Aber im Grunde werden eventuell die Charaktere so aussehen. Hier haben wir nochmal eine weitere Konzeptzeichnung für eine weibliche Figur. Das war eben für eine männliche Figur, das ist jetzt für eine weibliche Figur. Ihr seht auf jeden Fall, dass das auch keine Minecraft-Skins sind, die wir da drin haben, wie gesagt, sondern etwas komplett anderes. Dann haben wir hier, meine Freunde, das erste Mal den unglaublich schönen Launcher. Man sieht hier auf jeden Fall schon, wie das Ding aussieht. Über diesen Launcher wird man sich später dann einloggen können und kann dann damit quasi das Spiel starten. Und das sieht auf jeden Fall jetzt schon mal phänomenal geil aus. Ja, ich bin einfach nur krank stolz darauf, dass wir es echt schon so weit geschafft haben. Hier sehen wir das Charaktermodell als kompletten 3D-Render hier in einer kleinen Animation. Ihr seht das, meine Freunde. Das Ding wird komplett bewegbare Arme und Beine haben und nicht einfach nur ein hässlicher Minecraft-Klotzblock sein, sondern wie gesagt, letztendlich einen richtigen Menschen darstellen. Ja, Leute, ich habe zwar noch ein bisschen mehr an Material, aber mehr will ich euch gar nicht zeigen. Mehr kommt dann auf jeden Fall die Tage. Wenn ihr mehr Updates zu Belasa haben wollt, meine Freunde, smasht auf jeden Fall gerne hier an der Stelle mal den Like-Button da oben. Und wie gesagt, hört auf zu fragen, wann es kommt. Belasa kommt dann, wenn wir damit hundertprozentig zufrieden sind. Seid einfach bereit für den Release. Haltet euch ready. Kauft euch ein bisschen Zeit frei, denn es wird echt eine Menge zu erleben geben in dieser unglaublich großen Welt. Ich möchte hier nochmal, wie gesagt, ein riesiges Shoutout an das komplette Team raus geben, die sich da wirklich so viel Mühe gegeben haben, an die komplette Projektleitung, die da wirklich so eisern hintersteht. Mädels und Jungs, wir sind auf einem guten Weg und gemeinsam schaffen wir das. So, meine Freunde, das war's von mir zu Belasa und zu dem, wie es mit Minecraft weitergeht. Der Revi-Server ist nochmal eine andere Thematik, die ich auf jeden Fall, glaube ich, jetzt in dem anderen Video nochmal behandeln werde. Da komme ich auch nochmal drauf zu sprechen. So viel auf jeden Fall dazu. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dann irgendwann auf Discord seid und wir vielleicht mal gemeinsam ein bisschen schreiben könnt. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Und dann bin ich jetzt gerade auch noch live. Schaut auf jeden Fall gerne mal rein. Ich bin damit raus. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Shoo.